So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Deus Ex. Und wir haben so ein bisschen das Problem, weil wir sollen da rein und sollen zeitgleich gucken, dass wir es irgendwie hinkriegen. Die Sachen da rauszuholen, die wir unbedingt benötigen. Das ist nur die Sache, wie wollen wir das am ungeschicktesten machen? Also am liebsten wäre es mir eigentlich, wenn wir da von unten rangehen. Oh, da sind welche. Was sind das für welche? Die sehen nicht nett aus. Nee, gar nicht. Ja gut, dann müssen wir mit der Tarnung rein, ne? Genau. Dann gehen wir getarnt rein. Dann nehme ich nochmal... genau. Hocke, speichern. Vorsichtig hier hin. Genau so. Raus. Das habe ich jetzt die beste Chance. Kamera und alles müsste eigentlich deaktiviert sein, weil wir haben das entsprechend sabotiert ja eigentlich. Ja, dann sieht mir auch so aus. Vorne das Auto oder was? Und er weiß ja nicht, welches Auto. Das ist ja natürlich richtig bitter. Da bei dem, okay. Ich muss die irgendwie da weglocken, damit ich einen Alarm vortäuschen kann. Ach Mist, ey. Finde ich jetzt gar nicht so gut. Nee, nee, nicht wirklich. Der Wecklocke. Ach Mist. So. Was macht es jetzt? Gar nichts oder was? Okay. Ach, da ist es. Das wird dann das sein. Ah, okay. Dann können wir noch mal versuchen. Ich speichere mal. Da jetzt ranzugehen. Leer. Was ist denn der? Scheiße. Ich habe davon nichts mehr, das ist nicht gut. Fuck. Die haben mich gesehen. Warum habe ich davon nichts mehr? Ach, Mist, ey. Jetzt kann ich den nur betäuben. Klasse. Super, jetzt muss ich auf mich schießen lassen hier. Oh, herrlich. Scheiße. Könnte ich irgendwie Z die Munition wechseln? Ja. Das ist nicht platt. Dann komm schon los. So nachladen. Ja, super, der ist jetzt platt. Naja, toll, das ist ein ganz großer. Fuck. Wo ist der Rest? Da ist noch einer. Das ist natürlich jetzt alles voll, ne?
Scheiße, Mann. Nicht gut. Ist jetzt Spreng oder was? Ach nee, MP-Granate. Macht ihr damit euch nicht selbst kaputt? Hm. Naja, müssen irgendwie warten. Bis die entsprechend in Ruhe lassen. Da will ich doch nur zu diesem Auto. Ah. Okay, Alex, ich habe dieses Auto wäre ich nie gekommen. Es müssten ein Datenstab und eine Zugangskarte drin sein, aber die Karte ist leer. Mhm. Janus sagt, wir müssen sie mit der Biometrie eines aktiven Kontobesitzers beschreiben. Und soll ich jemanden entführen und seine DNA? Habe ich. Nächste Woche vielleicht. Heute Abend kriegen wir alles Nötige aus einem Büro im dritten Stock. Laut einem Kontakt speichert die Bank ihre Kundenprofile dort auf einem gesicherten Terminal. Okay. Ich muss mich also nur durch die Security schlagen. Na super. So, eigentlich sollte ich jetzt sicher sein. Ich hab was gesehen. Drücke vor! Nicht kontaktiert werden muss! Scheiße, Mann. Lasst mich doch alle in Ruhe. Ah. Das war nicht gut, das war gar nicht gut. Das war sowas von nicht gut. Ich will mich denn hier verstecken. Hier rein, genau. Gehen wir hier durch. Was denn? Das wird ein Kinderspiel. Was? Kurz ausschalten hier, betäuben. So ein Typ, hä? Was? Hallo, hallo, hä? Okay, okay, jetzt check ich gerade gar nichts, was hier los ist, aber... Scheiße? Fuck, was war das bitte? Soll ich mir jetzt angucken, was das für ein Autosave ist? Ah gut, okay, das ist direkt da bei dem Auto. Gut, dann werden wir durch die Kanalisation das Ganze verlassen. Denn so richtig drüber hinweg, dass wir das gemacht haben, sind die Leute auf jeden Fall noch nicht. Ne, das haben wir gemerkt eben, ne? Die waren da noch so ein bisschen pisselig. Und suchen ja eigentlich irgendwie nach uns. Ich werde aber vorher nochmal diese Angestellten hier durchsuchen. Vielleicht haben die ja noch irgendwas Interessantes für uns. Heute Abend kriegen wir alles Nötige aus einem Büro im dritten Stock. Laut einem Kontakt speichert die Bank ihre Kundenprofile dort auf einem gesicherten Terminal. Okay. Ich muss mich also nur durch die Security schlagen. Na super. Da hinten ist der andere. Okay. Ja, doof, ey, dass das... Ja, ich hätte auch eigentlich dann denken müssen, okay, lass das lieber. Wenn... die da entsprechend hinter uns her sind, sollten wir kein Risiko eingehen. So, wir sehen, es ist gleich fertig. Die sind gleich nicht mehr hinter uns her. Wir können auch so lange hier warten, rein theoretisch. Na, gleich sind sie fertig und dann... Jetzt müsste alles wieder sauber sein. Hm. Ich hoffe es mal. Standardsuche bestätigt. Okay, also anscheinend erkennt man uns jetzt nicht mehr. Puh, dann bin ich ja mal glücklich. Kann sein, dass sie jetzt hier irgendwie immer mehr werden. Jensen, hier Smiley. Ihr Freund Norman Stanek ist entkommen. Agent Riley sagt, er wäre... Ja, ich weiß, seine Tochter steckt in Schwierigkeiten. Schwierigkeiten? Was für Schwierigkeiten? Wissen Sie, wo sie sind? Adam, Sie müssen sie finden und zwar beide, bevor es zu spät ist. Ich bin dran. Okay. Ich frage mich immer noch, wie der entkommen konnte. Das macht für mich gar keinen Sinn. Nee, nicht so richtig, ne? Hm. Ich soll jetzt nach da oben. Okay. Ach, das Büro. Ah, da waren wir schon mal drin, ne? Mhm. So. Schleichen einfach vorbei. Das ist eine Möglichkeit hier. Muss ich ja den Fahrstuhl benutzen. So.
Und jetzt? Ich scherze nicht. Ich habe Oshiros Büro keine 30 Sekunden nach ihm betreten, aber er war nicht da. Der Frosch ist weiter oben, ne? Es gibt da oben keinen Panikraum. Wo sind Sie, Herr Jensen? Ah, okay. Sie wollten doch kommen! Ich wurde aufgehalten. Ich bin gleich da, Herr Stern. Los. Es gibt kein Gleich mehr. Es ist zu spät. Mein kleines Mädchen ist weg. Zu Ihrer Aszension. Herr Stanek? Nomad. Scheiße. Tja, ist dann die Entscheidung, die man treffen muss, ne? Machen wir das oder machen wir das nicht? Wir haben uns halt dazu entschieden, das jetzt halt nicht zu machen. Wie dieser Mitarbeiter, den wir letztes Mal betäubt haben. Gut, diesmal lasst ihr den ruhig, machen wir hier zu. Jetzt müssen wir halt gucken, wie wir das hier jetzt lösen. Da hinten ist nur einer drin. Wenn wir jetzt. Ja, ist ja doof, ne? Wenn wir jetzt. Okay, wie das Paket abholen haben wir. Wenn ich jetzt noch Biozellen hätte. Also, ich kann welche herstellen. Dann machen wir das mal. Weil den kann ich nämlich das verlängern. Ich stelle ja nochmal eins von her. Ist einfach zu wichtig momentan an der Stelle. Dann lasse ich jetzt das. Ja, praktisch. Wir speichern. Gehen mit dem Tarnmodus dahin, weil das ist ja das Büro, wo wir schon mal drin waren. Toll. Genau.